Ja, hallo, Jens Kortz hier. Und wenn du wissen willst, warum Arroganz kein Schimpfwort ist, sondern ein Kompliment, dann solltest du dir unbedingt meinen heutigen Podcast anhören. Ja, hallo und herzlich willkommen, Jens Kortz hier zu einer weiteren Folge Live Coaching to Go. Hier geht es ums Leben, hier geht es darum, die Sichtbarkeit, die Lebensqualität, die Selbstsicherheit, die Souveränität zu verbessern. Und heute habe ich ein ganz, ganz schwieriges Thema, nämlich Arroganz und was das bedeutet, wenn Leute andere Leute als arrogant bezeichnen. Erstmal Entschuldigung für die Location. Ich bin hier in Osnabrück bei einem meiner Stammkunden und gebe heute ein Seminar über Souveränität und Selbstsicherheit, deswegen dieser andere Raum. Aber im Jahresendgeschäft bin ich mehr unterwegs. Das heißt, ich muss die Podcasts dann in den Seminarräumen drehen und aufnehmen. So, heute geht es, wie gesagt, um das Thema Arroganz. Also was bedeutet überhaupt Arroganz und warum werden Menschen als arrogant bezeichnet und was verbirgt sich dahinter? Arroganz bedeutet, dass ich mich über den Menschen stelle und dass ich ihn von oben herab behandle. Und es gibt mit Sicherheit arrogante Menschen da draußen, die einfach von ihrem Status, von ihrem Habitus denken, sie sind etwas Besseres. Ungesehen, ungelogen, alles klar, unterschreibe ich sofort. Aber in den meisten Fällen sind die Menschen gar nicht arrogant, die als arrogant bezeichnet werden. Ich gebe dir ein Beispiel. Ich hatte letzte Woche im Seminar eine Jana. Jana, eine bildhübsche Frau, wirklich alles dran, was man als hübsch bezeichnen kann, kam zu mir ins Seminar und ich fragte, was ist los? Warum bist du hier? Was kann ich Gutes für dich tun? Und sie sagte, ja, ich habe Schwierigkeiten, mit Menschen in Kontakt zu treten. Und jetzt kam schon öfter mal über den Flurfunk, dass ich als sehr arrogant bezeichnet werde. Und ich weiß nicht warum. Und vielleicht kannst du mir helfen. Ich sagte, gerne. Und in diesem Seminar ging es darum, die Wirkung von anderen Menschen bzw. von sich selbst zu reflektieren. Und so gingen wir mit Jana in das Seminar. Und Jana war ein totaler Kumpeltyp, war total entspannt, hat sich mit den Leuten unterhalten, ist in den Pausen in den Kontakt gegangen. Und nach dem ersten Tag haben wir alle gesagt, Jana, wir können nicht verstehen, warum du als arrogant bezeichnet wirst. Denn alles, was du hier zeigst, wie du dich verhältst, zeugt davon, dass du auf Augenhöhe mit uns kommunizierst. Dann sagt sie aber, wie komme ich denn jetzt zu diesem Stempel Arroganz? Und dann habe ich gesagt, na, das ist leider Gottes deiner Attraktivität geschuldet. Denn du bist mit deiner Attraktivität außerhalb der gaußschen Normalverteilung, das heißt innerhalb der Gruppe, in der du dich bewegst, also auf dem Arbeitsplatz, sind die meisten Menschen nicht so attraktiv wie du. Und dieses Alleinstellungsmerkmal wird dir zum Verhängnis gemacht, weil dadurch, dass du in diesen Menschen Minderwertigkeit auslöst, müssen sie sich quasi wieder reduzieren. Und das heißt, sie gehen hin und reden dich schlecht. Und das machen sie in dem Fall, indem du als arrogant bezeichnet wirst. Ja, also das ist so das, was drunter liegt. Anderes Beispiel. Nehmen wir mal an, Angelina Jolie kommt in mein Seminar. Ich glaube, wir sind uns einig, die meisten Menschen auf dieser Welt finden diese Frau sehr hübsch, sehr attraktiv. Und nehmen wir mal an, Angelina kommt rein mit ihrer extrovertierten Art und kommt zu jedem, gibt jedem die Hand, sagt, hallo, ich bin Angelina, schön dich kennenzulernen, hallo, ich bin Angelina, schön dich kennenzulernen, und sie setzt sich hin. Dann werden die meisten Menschen, und ich denke, die muss jetzt hier aber auch auftrumpfen, sie denkt auch, sie wäre es, weil sie so hübsch ist und sie ist ganz schön arrogant, ja, muss jetzt hier jeden Einzelnen begrüßen. Warum kann sie sich nicht einfach hinsetzen und die Klappe halten? Ja, genau. Nehmen wir an, Angelina Jolie kommt rein und ist sehr introvertiert, schüchtern, zurückhaltend und setzt sich einfach stillschweigend in die Ecke. Dann wäre die Resonanz, naja, sie denkt auch, sie wäre es, sie müsste sich mit niemandem von uns unterhalten, sagt man nicht mal guten Tag, wenn sie reinkommt. Was für eine blöde Kuh, die ist ganz schön arrogant. Egal, was Angelina Jolie machen würde, sie würde den Stempel der Arroganz bekommen. Und Arroganz wird immer dann verteilt, wenn du mit deinem Aussehen, mit deinem Auftreten bei den anderen Minderwertigkeit erzeugst und sie müssen dich dann quasi schlecht reden, damit sie sich wieder gut fühlen. Das ist das, was drunter liegt. Nun, jetzt wäre dieser Podcast nicht Live Coaching to Go, wenn es nicht einen Tipp geben würde, der dir da raushilft. Also,
Als erstes Mal musst du dein eigenes Mindset ändern. Das heißt, wenn du als arrogant bezeichnet wirst, dann prüfe erstmal dein Verhalten, ob du wirklich hingehst und die Menschen von oben herab behandelst. Wenn du das nicht tust, dann weißt du, es hat überhaupt nichts mit deinem Verhalten zu tun, sondern es ist im Prinzip indirekt ein Kompliment für etwas Außergewöhnliches, was dich auszeichnet. Und meistens hat es mit Attraktivität zu tun. Also kannst du es ja schon mal für dich als Kompliment nehmen. Jetzt kommst du natürlich zu mir und sagst, aber Jens, trotzdem bin ich nicht Bestandteil der Gruppe und ich möchte ja irgendwie Bestandteil der Gruppe werden und ich möchte ja auch nicht als arrogant bezeichnet werden, obwohl ich es gar nicht bin. Ja, und da liegt der Hase im Pfeffer, wie es so schön heißt, denn es ist eben nicht so einfach, die Menschen zum Ändern zu bewegen. Also wir hoffen ja immer, das ist ja auch immer das, was ich in meinen ganzen Coachings, Seminaren und Großveranstaltungen den Leuten sage, wir hoffen immer, der andere ändert sich, aber der macht es ja nicht. Ja, warum soll er das auch machen? Er fühlt sich ja so okay, wie er ist. Das heißt, wenn du also den Arroganzstempel bekommen hast, dann brauchst du Ausdauer, du brauchst Geduld. Das heißt, du musst schauen, dass du dir einzelne Leute nimmst aus der Gruppe und mit ihnen in den Kontakt trittst und eben auf deine Kumpelart den Rapport herstellst, wie es so schön heißt, um dann so langsam die Gruppe für dich zu erobern. Es geht eben nicht ad hoc, ja, sondern es geht eben nur Stück für Stück. Das heißt, such dir einzelne Kollegen, Kolleginnen raus, mit denen du was essen gehst, mit denen du in den Kontakt trittst, wo dann ein Austausch stattfindet, sodass die merken, ach, du bist ja gar nicht arrogant, du bist eine ganz, ganz liebe Persönlichkeit. Das gilt natürlich auch für die Herren. Ja. Auch Herren werden gerne mal als arrogant bezeichnet, wenn sie besonders attraktiv sind oder besonders selbstbewusst auftreten, also Selbstsicherheit ausstrahlen. Auch da gilt das Gleiche, nimm es erstmal als Kompliment, sodass du nicht kaputt gehst in deinem Mindset und dir Gedanken machst, warum bezeichnen mich die Menschen als arrogant. Und das Zweite ist, hab Geduld, hab Ausdauer und geh systematisch vor, nimm dir ein, zwei Leute, mit denen du intensiver in den Kontakt trittst, sodass die merken, aha, das ist eine tolle Persönlichkeit, die da vor mir steht, der unterhält sich mit mir, der hat tolle Ansichten, der dann auch im Hintergrund an deinem Image arbeitet und dann auch irgendwann mal sagt, der ist gar nicht arrogant, ich habe mich mit dem unterhalten, dieser Mensch ist toll, ich weiß gar nicht, was ihr wollt. Ja? Also, das so die beiden Tipps von heute. Ich hoffe, der Podcast hat dir gefallen. Ich freue mich, wenn du mir ein Like da lässt oder einen Kommentar, antworte auch gerne. Und ansonsten, wenn du noch mehr über Persönlichkeitsentwicklung wissen willst und mit dir arbeiten möchtest, dann geh doch einfach auf meine Bonusseite jenskortz.de/bonus. Dort findest du auch eine Menge kostenlose Tools, E-Books etc., um dich persönlich zu reflektieren, weiterzuentwickeln. Ich würde mich freuen und freue mich natürlich, wenn du nächste Woche wieder dabei bist. Bis dahin, bleib gesund, zuversichtlich und mutig. Dein Jens.